Im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Gemeinde, liebe Gäste, ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserem Gottesdienst heute am 21. Sonntag nach Trinitatis. Da Pastor Herbst im Urlaub ist, findet dieser Gottesdienst als Lesegottesdienst statt. Das Thema dieses Sonntags ist die geistliche Waffenrüstung. Von dieser Waffenrüstung werden wir mehr in der Predigt und in den Gottesdienstablauf hören. Die Predigt ist von Pastor Andreas Hein aus Chemnitz. Der Herr schenke Segen aus diesem Gottesdienst. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und die Erde. Lasst uns vor Gott, den Allmächtigen und Allwissenden,
vor dem unser Leben und unsere Herzen offenbar sind, unsere Sünden bekennen und ihm im Namen unseres Herrn Jesus Christus um Vergebung bitten. Allmächtiger, barmherziger Gott, du hast deinen eingeborenen Sohn für uns in den Tod gegeben. Vergib uns um seinetwillen alle unsere Sünden. Sende uns deinen Heiligen Geist, der in uns wahre Erkenntnis deiner Liebe schaffe und erhalte. Bewege uns durch dein Wort zu wahren Gehorsam und lass uns das ewige Leben aus deiner Gnade durch unseren Herrn Jesus Christus erlangen. Amen. Der allmächtige, barmherzige Gott hat sich über uns erbarmt. Er hat seinen eingeborenen Sohn für unsere Sünde in den Tod gegeben. Um seinetwillen hat er uns verziehen. Allen, die an seinen Namen glauben, hat er die Macht gegeben, Gottes Kinder zu sein. Er hat ihnen seinen Heiligen Geist verheißen. Wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden. Das verleihe Gott uns allen. Amen. Ich will dich erheben, mein Gott, du König. Gnädig und barmherzig ist der Herr. Dein Reich ist ein ewiges Reich. Ehre sei dem Vater und dem Sohne. Und dem Heiligen Geist. Wie es war im Anfang, jetzt und alle Zeit. Sei Gott in der Höhe. Der Herr sei mit euch. Lasset uns beten. Ewiger, gütiger Gott, du allein bist unsere Macht und unser Heil. Schaue gnädig auf deine Kirche und halte uns mit deiner starken Hand, damit wir nicht straucheln und fallen, sondern in deine Kraft den Sieg behalten, durch unseren Herrn Jesus Christus, deinen Sohn,
der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. Hört eine alttestamentliche Lesung für den 21. Sonntag nach Trinitatis. Sie steht geschrieben im Buch des Propheten Daniel im 3. Kapitel. Da wurde Nebukadnezar voll Grimm, und der Ausdruck seines Angesichts veränderte sich gegenüber Schadrach, Meschach und Abednego. Und er befahl, man sollte den Ofen 7-mal heißer machen, als man sonst zu tun pflegte. Und er befahl den besten Kriegsleuten, die in seinem Heer waren, Schadrach, Meschach und Abednego zu binden und in den glühenden Ofen zu werfen. Da wurden diese Männer in ihren Mänteln, Hosen, Hüten, in ihrer ganzen Kleidung gebunden und in den glühenden Ofen geworfen. Weil das Gebot des Königs so streng war, schürte man das Feuer im Ofen so sehr, dass die Männer, die Schadrach, Meschach und Abednego hinaufbrachten, von den Feuerflammen getötet wurden. Aber die drei Männer, Schadrach, Meschach und Abednego, fielen hinab in den glühenden Ofen, gebunden wie sie waren. Da entsetzte sich der König Nebukadnezar, fuhr auf und sprach zu seinen Räten: Haben wir nicht drei Männer gebunden in das Feuer werfen lassen? Sie antworteten und sprachen zum König: Ja, König. Er antwortete und sprach: Ich sehe aber 4 Männer frei im Feuer umhergehen, und sie sind unversehrt. Und der 4. sieht aus, als wäre er ein Sohn der Götter. Und Nebukadnezar trat vor die Tür des glühenden Ofens und sprach: Schadrach, Meschach, Abednego, ihr Knechte Gottes des Höchsten, tretet heraus und kommt her. Da traten Schadrach, Meschach und Abednego heraus aus dem Feuer. Und die Fürsten, Würdenträger, Statthalter und Räte des Königs kamen zusammen und sahen, dass das Feuer den Leibern dieser Männer nichts hatte anhaben können und ihr Haupthaar nicht versengt und ihre Mantel nicht versehrt waren. Ja, man konnte keinen Brand an ihnen riechen. Da fing Nebukadnezar an und sprach: Gelobt sei der Gott Schadrach, Meschachs und Abednego, der seinen Engel gesandt und seine Knechte errettet hat, die ihm vertraut und des Königs Gebot nicht gehalten haben, sondern ihren Leib preisgaben. Denn sie wollten keinen anderen Gott verehren und anbeten als allein ihren Gott. So sei nun dies mein Gebot: Wer unter allen Völkern und Leuten aus so vielen verschiedenen Sprachen den Gott Schadrachs, Meschachs und Abednego lästert, der soll in Stücke gehauen und sein Haus zu einem Schutthaufen gemacht werden. Denn es gibt keinen anderen Gott als den, der so erretten kann. Und der König gab Schadrach, Meschach und Abednego große Macht im Land Babel. Halleluja, Halleluja.
Hört auch das Evangelium für diesen Sonntag. Es steht geschrieben im Johannesevangelium im 4. Kapitel. Ehre sei dir, Herr. Es war ein Mann im Dienst des Königs, dessen Sohn lag krank in Kapernaum. Dieser hörte, dass Jesus aus Judäa nach Galiläa kam und ging hin zu ihm und bat ihn, herabzukommen und seinen Sohn zu helfen, denn der war todkrank. Und Jesus sprach zu ihm,
Wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, so glaubt ihr nicht. Der Mann sprach zu ihm: Herr, komm herab, ehe mein Kind stirbt. Jesus spricht zu ihm: Geh hin, dein Sohn lebt. Der Mensch glaubte dem Wort, das Jesus zu ihm sagte, und ging hin. Und während er hinging, begegneten ihm seine Knechte und sagten: Dein Kind lebt. Da erforschte er von ihnen die Stunde, in der es besser mit ihm geworden war. Und sie antworteten ihm: Gestern, um die 7. Stunde verließ ihn das Fieber. Da merkte der Vater, dass es die Stunde war, in der Jesus zu ihm gesagt hatte: Dein Sohn lebt. Und er glaubte mit seinem ganzen Hause. Das ist nun das zweite Zeichen, das Jesus tat, als er aus Judäa nach Galiläa kam. Gelobt seist du, Herr Jesu. Ich glaube an den einen Gott. Thank you.
Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Amen. Hört Gottes Wort aus dem Epheserbrief im 7. Kapitel, die Verse 10 bis 17. Zuletzt, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht an die Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anschläge des Teufels. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, nämlich mit den Herren der Welt, die in dieser Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Deshalb ergreift die Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag Widerstand leisten und alles überwinden und das Feld behalten könnt. So steht nun fest, umgürtet an euren Lenden mit Wahrheit und angetan mit dem Panzer der Gerechtigkeit und an den Beinen gestiefelt, bereit einzutreten für das Evangelium des Friedens. Vor allen Dingen aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr auslöschen könnt alle feurigen Pfeile des Bösen, und nehmt den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes. Lasst uns beten. Herr, wir bitten dich, heilige uns in der Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Liebe Gemeinde, Rüstung ist ein Wort, das vielen Menschen nicht gefällt. Die Mehrheit will nicht, dass immer mehr Waffen hergestellt werden, um damit Kriege zu führen. Nein, fast alle Menschen wollen Frieden, kein Kämpfen, keine Angst vor Zerstörung und Blutvergießen, keine Gewalt. Leider gibt es einige wenige, die immer wieder an Krieg interessiert sind, die Hass predigen und zu den Waffen rufen, um ihre Ziele zu erreichen. Viele dieser Kriege auf der Welt werden uns in den Medien nicht gezeigt. Es gibt sie trotzdem. Umso erschütterter sind wir dann, wenn in recht modernen und fortschrittlichen Teilen der Welt Krieg ausbricht, wie in der Ukraine oder vor einem Jahr in Israel. Die Rüstungsunternehmen weisen dann darauf hin, dass ihre Waffen dringend gebraucht werden, um das Böse in der Welt einzudämmen. Nur leider benutzen auch die Bösen in der Welt die Waffen derselben Rüstungsunternehmen. Und oftmals sind Gut und Böse gar nicht leicht auseinanderzuhalten. Wie gesagt, die große Mehrheit der Menschen will Frieden und das Ende aller Kriege und aller Waffen. Und doch ist das ein Wunschtraum. Ein Traum, der bis zum Ende der Welt niemals in Erfüllung gehen wird. Denn selbst wenn alle Kriege dieser Welt ein Ende finden, dann bliebe immer noch ein Krieg übrig, der jeden Menschen betrifft. Gemeint ist der Krieg, von dem hier der Apostel Paulus redet. Ein Krieg, der an jedem Tag unseres Lebens stattfindet. Ein geistlicher Angriffskrieg. Ein Krieg, in dem Rüstung dringend nötig ist. Doch hier geht es um Rüstung, die Rheinmetall oder ähnliche Anbieter nicht herstellen können, sondern Paulus fordert uns auf, zieht an die Waffenrüstung Gottes. Paulus redet von Helm, Panzer und Schild und Schwert. Und er hat dabei einen römischen Soldaten vor Augen. Der würde ohne Rüstung in einer Schlacht nicht lange überleben. Ganz ähnlich ist es bei der Waffenrüstung Gottes. Die braucht jeder Christ. Sonst wird er bald kein Christ mehr sein. Kein gerettetes Gotteskind. So groß ist die Gefahr, die uns droht. Paulus will uns deswegen wissen lassen, der Feind greift an, rüstet euch aus. Aber es geht hier eben um einen Krieg, von dem wir oft nicht viel spüren. Nein, es geht vor allem um einen unsichtbaren Gegner, der uns angreift. Wir haben zu kämpfen mit Mächtigen und Gewaltigen, nämlich mit den Herren der Welt, die in dieser Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Gemeint sind der Teufel und sein Herr von Dämonen. Der Teufel will uns alles nehmen, was Jesus am Kreuz für uns erkämpft hat. Er will unser Leben zerstören, unser ewiges Leben, das Jesus uns schenkt. Der Teufel will unsere Seele von Gott trennen. Er ist extrem gefährlich
und viel stärker als wir Menschen. Paulus sagt also, da tobt ein Krieg und ihr alle seid mittendrin. Ihr seid ständig in Gefahr, aber wir haben wohl nicht selten das Gefühl, wir leben doch in Frieden, Wohlstand und Glaubensfreiheit. Da ist weit und breit kein Gegner zu sehen, der uns angreift. Da lassen wir uns leicht anstecken von der Sichtweise der gottlosen Welt, wo man Teufel und Dämonen für Hirngespinste der Vergangenheit hält und wo man sich höchstens noch einen Spaß daraus macht zu Halloween. Doch es geht hier nicht um verniedlichte Geister und herbstliches Gruseln, sondern es ist bitterer Ernst, von dem Paulus redet. Der Feind greift an, rüstet euch aus. Verteidigt euch, denn ihr steht im Krieg gegen einen übermächtigen Gegner. Es ist erschreckend, wie blind wir Menschen dafür sind, wie wenig diese Gefahr wahrgenommen wird. Natürlich ist das ein Teil der List des Angreifers. Der Teufel hat es geschafft, dass ein Großteil der Menschheit meint, dass es ihnen nicht gibt. Die List dahinter ist vor allem, dass dieselben Menschen meinen, dass es auch Gott nicht gibt. Und damit hat sie der Teufel erbeutet und sich unterworfen. Und am schlimmsten ist, dass sie dadurch nicht nur zu Kriegsgefangenen werden, sondern am Ende nur der ewige Tod für sie bleibt, wenn sie Gott ablehnen. Denn dann wird Gott auch sie von sich stoßen in ewiges Leid. Und der Teufel tut noch mehr. Er verwirrt Menschen. Er kann Menschen dazu bringen, dass sie sich zwar für Gottes Kinder halten, aber keine sind. Das passiert überall, wo man dem einzig wahren Gott und allen seinen Worten der Bibel nicht mehr voll und ganz glaubt. Stattdessen formt man sich einen Gott, der den eigenen Wünschen, Vorstellungen entspricht. Jeder Christ steht in dieser Gefahr, auch wir. Je weniger wir uns mit Gottes Wort beschäftigen, desto größer ist die Gefahr. Auch dabei sehen wir den Einfluss des Teufels. Er will mit allen Menschen verhindern, er will mit aller Macht verhindern, dass wir Gottes Wort hören und lesen und im Herzen haben. Er redet uns ein, dass andere Dinge wichtiger sind, und er hat oft Erfolg damit. Und wir sehen die Macht des Teufels, wenn wir bedenken, wie schnell er uns immer wieder zur Sünde verführt. Er schafft es viel zu oft, dass wir lieblos, selbstsüchtig, unzufrieden und zweifelnd werden. Und er schafft es, dass wir unsere Fehler nicht bemerken und nicht bereuen. Oder dass wir uns zumindest für besser halten als andere. Ja, liebe Gemeinde, der Teufel ist da. Er hat Macht. Wir Menschen sind oft zu naiv und unterschätzen ihn. Paulus erinnert uns deshalb, ihr steht im Krieg gegen diesen Feind. Deswegen verteidigt euch. Oder besser, lasst euch verteidigen durch einen, der stärker ist als der Teufel. Denn Paulus sagt ja nicht, greift zu den Waffen, die ihr besitzt, zu eurem Mut und Verstand. Setzt eure eigenen Fähigkeiten ein. Sondern es heißt ja, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht an die Waffenrüstung Gottes. Ja, Gott sei es gedankt, wir stehen in diesem Kampf nicht auf verlorenen Posten. Da gibt es einen, der für uns gekämpft und uns ausrüstet. Paulus zeigt uns die Waffen, die wir brauchen. So steht nun fest und gürtet an euren Lenden mit Wahrheit und angetan mit dem Panzer der Gerechtigkeit und an den Beinen gestiefelt, bereit einzutreten für das Evangelium des Friedens. Vor allen Dingen aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr auslöschen könnt alle feurigen Pfeile des Bösen. Und nehmt den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes. Schauen wir uns die Rüstungsteile genauer an. Zum Beispiel den Schild des Glaubens. Das ist die wichtigste Abwehrwaffe in diesem Kampf. Ein Schild, der schützt. Und dieser Schild ist der Glaube an Gott. Das Vertrauen auf Jesus. Nämlich das Vertrauen, dass wir mit einem Stärkeren verbunden sind, dem der Teufel nichts antun kann. Und dieser Stärkste und Höchste liebt uns und steht auf unserer Seite. Er kann und will uns vor dem Teufel verteidigen
Wir dürfen uns deshalb in Gottes Hand begeben und uns von ihm führen lassen. Neben dem Schild des Glaubens wird uns auch der Panzer der Gerechtigkeit genannt. Gemeint ist Gottes Gerechtigkeit, die uns geschenkt wird. Gott sagt, ja, du bist ein Sünder, aber alle Schuld ist bezahlt und gesühnt. Du darfst leben, du bist gerettet. Da kann kein Teufel und Dämon mehr zu uns kommen und behaupten, was bist du für ein schwacher, schlechter Mensch? Denkst du, Gott will dich haben? Und dein Glaube ist doch so klein, du musst schon auch etwas dafür tun, wenn du gerettet sein willst. Nein, denn diese Einflüsterungen des Teufels dürfen am Panzer der Gerechtigkeit abprallen. Wenn Gott uns Gerechtigkeit durch Jesus am Kreuz geschenkt hat, dann gilt die auch, sogar in Gottes Gericht. Gott ändert seine Meinung nicht, sondern ist treu und spricht, was wahr ist. Deshalb heißt die nächste Waffe Gürtel der Weisheit, der Wahrheit. Ja, es gibt diese eine Wahrheit, die so oft in Frage gestellt wird. Besonders heute in der Zeit der falschen Toleranz, wo jeder glauben und denken soll, was er will und seine persönlichen Wahrheit finden soll. Es mag modern und edel klingen, wenn man alle Lebensentwürfe oder Religionen gelten lässt und für gut erklärt. Aber Gott sagt uns, es gibt nur eine Wahrheit, mein Wort in der Bibel, das in Ewigkeit besteht. Alles, was davon abweicht, ist Lüge des Teufels. Und da sind wir beim nächsten Teil der Rüstung, das Schwert des Geistes. Welches ist Gottes Wort? Denn dort steht, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Das sagt Jesus selbst. Es gibt nur eine rettende Wahrheit, nur einen Weg zu Gott. Lasst euch deshalb nie vom Teufel einreden, dass es viele Wege gibt und dass wir Menschen entscheiden könnten, wie wir Gott recht sind und was Gott gefällt. Gottes Wort ist die Wahrheit. Damit sollen wir gegürtet sein und nicht daran zweifeln. Wir müssen nicht hin und her wanken und überlegen, was stimmt denn nun, sondern wir dürfen uns an die eine Wahrheit klammern, die wir aus der Bibel kennen. Denn dort redet niemand anderes als der eine wahre Gott selbst. Und deshalb darf es auch den letzten Teil der Rüstung geben, den wir ergreifen sollen, den Helm des Heils. Wenn uns der Teufel vielleicht auch durch andere Menschen fragt, denkst du wirklich, du bist gerettet? Dann dürfen wir sagen, ja, ich bin mir absolut sicher und gewiss. Ich werde ewig leben nach meinem Tod. Das nennen wir Heilsgewissheit. Nicht, weil wir so gut sind oder uns auch nur einen Tag in Gottes Reich verdient hätten, sondern weil Jesus sagt, wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Weil Jesus uns das Leben schenkt durch seinen Tod am Kreuz. Und wenn du bei Christus bleibst, dann darfst du gleichzeitig den Helm der Heilsgewissheit tragen. Dann darf das ewige Leben dir jetzt schon gehören. Und dann darf es uns egal sein, dass andere an dieser Hoffnung zweifeln und dass wir wahrscheinlich erst noch sterben müssen oder dass es manche Not in unserem Erdenleben gibt. Denn Gott steht zu seinem Wort. Gott wird uns in seiner neuen Welt ewiges Leben schenken. Ja, liebe Gemeinde, der Feind greift an, rüstet euch aus. Arbeitet und kämpft nicht nur für das Leben in dieser Welt, müht euch nicht nur um Gesundheit und Wohlstand, also um weltlichen Frieden und Zufriedenheit, sondern bewaffnet euch mit Gottes Waffen und denkt daran, dass ihr in einem geistlichen Krieg steht. Wer gewinnen will, kann das nur tun, wenn er mit Gottes Wort, mit Gottes Macht, mit Gottes Liebe gerüstet ist. Und wenn diese Rüstung Teil von uns selbst wird. Eine Rüstung, die wir jeden Tag brauchen, weil jeden Tag Gefahr droht. Deshalb seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht an die Waffenrüstung Gottes. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als wahre Vernunft, als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.
Lasst uns beten. Allmächtiger, barmherziger Gott, wir bitten dich für deine Kirche. Leite all ihre Diener durch deinen Geist und hilf deinem ganzen Volk. Gib deinem Wort Macht, dass der Glaube wächst und die Liebe zunimmt bei uns und in aller Welt. Wir bitten dich für die Regierenden. Sei mit allen, die Verantwortung tragen in den Völkern, dass sie die Macht, die ihnen anvertraut ist, nach deinem Willen gebrauchen. Lass sie das Recht wahren und den Frieden schützen. Schenke doch auch der Ukraine bald Frieden und beende den Krieg im Nahen Osten. Wir bitten dich für alle Notleidenden. Hilf du den Armen und Kranken und tröste sie. Stärke alle, die in Not und Anfechtung sind, besonders da, wo Christen um der Wahrheit willen verfolgt werden. Erfülle sie mit dem Heiligen Geist. Wir bitten dich für unsere Familien. Sei mit deinem Frieden in unseren Häusern. Heilige die Ehen. Segne die Erziehung der Jugend. Gib aller ehrlichen Arbeit gutes Gelingen. Erhöre uns in deiner Liebe durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Gehet hin im Frieden des Herrn. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lasse dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gebe uns Frieden. Amen, Amen, Amen. Der dreinige Gott segne uns alle mit dem Reichtum seiner Gnade. Amen.